Moin moin liebe Supersuchtis, heute hier bei Red Dead Redemption in einem sehr spannenden Poker-Match. Auf der rechten Seite sehen wir den Fluppi, auf der linken Seite den Marius hier verkleidet als Frau, als Indianerfrau. Warum, das möchten wir jetzt nicht. Ja. Kurz die Kamera justiert und schon geht es auch los mit einer ja, recht schlechten Hand, wie man sagen möchte. Aber vielleicht kann man hier und da noch ein wenig bluffen und den Gegner dadurch praktisch um sein Geld bringen. Auf dem Tisch liegen komische Karten. Sie sind eckig und sind mit Zahlen und Buchstaben versehen. Manche davon farbig. So, was haben wir denn hier? Wir sehen also, der Floppy hat in diesem Spiel nicht wirklich irgendwas. Mit einer 6 und einer 8 kommt man hier nicht weiter. Der Marius scheint aber verwirrt zu sein, oder vielleicht möchte er uns auch einfach nur verwirren mit seinem andauernden auf die Karten gucken. Zwei Karten, das ist schon schwer zu merken in so einem sehr spannenden Spiel. Und da kommt auch schon der GSI Janky online. Das sollte uns aber nicht verunsichern. Erst recht, wenn der Pot noch bei 46 liegt. Hier ist noch nicht das wahre Spiel, das wahre Geld im Spiel, aber ich sage Ihnen oder euch, es wird noch um einiges spannend. Wir erhöhen hier und man sieht ganz klar, wir setzen hier auf den Bluff, der natürlich nicht funktioniert, weil der Marius einfach eiskalt ist und hier uns praktisch abräumt mit 126. Unverdient, muss man ja ehrlich sagen, unverdient. Und weiter geht's mit dem nächsten Kartenset. Hier mit einer 5 und einer 10, beides Herzen. Da könnte man sozusagen eine hübsche Sache draus machen. Wir sehen hier aber auf dem ersten Blick auch, dass diese Karten uns nicht viel bringen werden, wenn sich da noch nicht extrem viel ändert. Schieben wir also ein wenig, um kein Geld zu verlieren. Gucken wir uns die Sache ein wenig an, eine Straße. Hätte man machen können, fällt mir gerade auf, oder? Ich habe lange nicht mehr Poker gespielt, deswegen habe ich die Regeln auch nicht mehr so im Kopf. Hier haben wir allerdings weggeschmissen, weil wir sehen, okay, da haben wir nicht mehr wirklich viel Chancen gehabt. Bei dem Pokerface, was der Marius hier an den Tag bringt. Ja. Er kann angeblich keinen Poker, wie er mir zwischendurch gesagt hat. Und versteckt es allerdings hier. Jetzt haben wir mal wirklich eine gute Möglichkeit. Zwei Könige haben wir praktisch im Spiel und auf der Hand. Das ist schon mal ein guter Start. Mit der 6 als Partner könnte es allerdings schwer werden. Spannend. Sehr spannend. Geht allerdings um noch fast gar nichts. Also so gute Karten, dann aber nur 12 Chips im Pot. Und nebenbei hören wir komische Geräusche von Star Wars The Old Republic. Jetzt übrigens auch zu erwerben. Erhöhen wir also ein wenig, weil wir denken, wir haben hier die Oberhand. Der Marius, der macht da mit. Ja, der Marius. Großartig. Wird sehr, sehr, sehr unterschätzt. Zu Recht, wie sich später herausstellen wird. Nun, da haben wir ganz klar gewonnen. 72 Chips können wir also unser eigen nennen. Wahnsinn, der Wahnsinn. So geht's praktisch hin und her in diesem bahnbrechend spannenden Spiel. Spannenden Pokerspiel. Und die nächsten Karten, ein Junge und die Nummer 3. In welchem Spiel macht die eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. War das Romy oder Canasta, wo die 3 immer? Ich glaube, in beiden Spielen hat diese Zahl irgendwas Spezielles. Und im Poker allerdings nicht wirklich. Auf dem Tisch liegt eigentlich ordentlich. Also, hier mit der 3 haben wir jetzt sozusagen ein sehr schwaches Paar. Der Junge und die König und die beiden 10, die
bringt uns da auch nicht wirklich viel. Frage ist natürlich hier auch wieder, was hat der Marius auf der Hand? Blufft er? Oder zieht er uns gleich aus vor all den Leuten? So ein Pokerspiel zwischen zwei Leuten ist natürlich auch sehr spannend. Hast recht. Wenn es ein Mann und eine Frau ist, eine Indianerfrau hier, durchaus gut bestückt auch. Man sieht es mal so. Okay, das sieht, glaube ich, nicht gut aus für uns. Ja. Und auch hier gewinnt er wieder viel mehr Chips, als wir gewonnen haben. So kann es doch nicht weitergehen. Ernsthaft jetzt mal. Also, das darf man sich doch nicht gefallen lassen. Weiter geht's. Neue Karten, neues Glück. Und wir haben schon wieder einen König und die 6. Das ist ein Déjà-vu der komischen Art. Und deswegen nutze ich einfach mal die Gelegenheit und greife zum Whisky. Whisky in der PET-Flasche. Ganz neu bei Aldi übrigens. Weiter geht's. Der kleine Blinde ist auch mit dabei. Ah nee, das sind. Achso, das ist ja was anderes. Okay. Small Blind und Big Blind. Weitere Karten. Jetzt habe ich das Ganze übersehen, was hier passiert ist. Egal. Oh! Zwei Zähnen. Da sind wir praktisch schon in unserem Sitz aufgesprungen. Und erhöhen hier gleich mal ordentlich auf 36. Und der Tisch versagt allerdings ein wenig an dieser Stelle. Wir brauchen jetzt hier noch eigentlich zwei hübsche Karten. Oh, da sind sie ja schon. Da haben wir also sozusagen ein wenig etwas in der Hand. Frage ist natürlich, ob wir jetzt hier den Pot noch nach oben bringen können, um halt hier auch wirklich mit viel Gewinn herauszugehen. Das ist die Sache. Ne? All in. Da kriegt man schon mal Schweiß auf dem Rücken. Das passiert, wenn man sich nicht rasiert, liebe Kinder. Ja. So. Das haben wir natürlich im Topf. Ganz klar, da waren die Nerven auf Grundeis, auf wie auch immer man das nennt, gleich noch eine Herausforderung. Rausgeholt. Wahnsinn. Spiel fast ein halbes Jahr nicht mehr gespielt und trotzdem gibt es hier noch Herausforderungen, die wir nicht gemacht haben. Jetzt haben wir die Zeit genutzt. Halbzeit in diesem Commentary und ja, mir geht die Spucke aus. Ich sage, wenn ein Ass auf dem Tisch liegt, dann geht's gleich los. Dann denkt man an Gewalt, da hat man die Hand schon an der Pistole und da wird's blutig. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin jemand, ich schieße auch auf Frauen. Also da habe ich gar keine Skrupel. Das ist, da sollte man nicht so das unterscheiden. Im Zuschauersaal wird geschneuzt. Es ist die Wintersaison, da ist man krank, ganz klar. Da hat man die Erkältung. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir sollten uns wieder auf das Spiel konzentrieren. Heute hier in Thieves Landing. Ein sehr umstrittener Pokerplatz. Wer hier schummelt, wird sofort erschossen. Das ist ganz klar. Und da kommt er wieder online. Der Junkie kann sich heute nicht entscheiden, ob online ist oder offline. Oder er möchte einfach nur im Bild sein. Das gibt's. Solche Rampensäure haben wir jeden Tag. Ein neues Platz, ein neues Glück. Zwei Karten, die viel wert sein können am Ende des Tages. Und deswegen schmeißen wir sie gleich wieder weg. Da war irgendwie Spucke drauf, glaube ich. Deswegen. Es fährt los. Das sollte man nicht tun. Mit Speicher von anderen Leuten, da ist nicht zu spaßen, ganz ehrlich. Da kann man schon mal die Karten wegwerfen. Der Marius hat hier einfach das Zittern bekommen. Da gab es Angst. Und deswegen geht es weiter mit den neuen Karten. Schade eigentlich, mit dem Jungen hätten wir bestimmt was machen können. Und das ist grenzwertig. Gut, dafür haben wir jetzt die Königin und, zwei Zehn und eine Sechs. Haben wir nicht sogar eine Sechs auf der Hand? Ich glaube schon, ne?
Nein, eine 9. Ist ja praktisch auch eine 6, nur umgedreht. Ne? Für alle Mathematiker da draußen, die das schon mitbekommen haben. 13. Der Wahnsinn. Wenn wir jetzt noch eine Dame bekommen, dann wird das. Dann wird das unser Blatt. Dann ziehen wir den Marius unter den Tisch, bis er sich in den Kopf stößt. Ja, die Tische hier sind ziemlich hart. Um ehrlich zu sein. Hier ist einfach ganz gut, noch ein wenig erhöhen. Weil man, was anderes kann man ja nicht machen. Bei so einem Blatt, das ist schon nicht, das kommt nicht alle Tage. Deswegen hauen wir hier nochmal ordentlich Chips auf den Tisch. Testen so ein bisschen, was der Marius auf der Hand hat. Geht er mit? Geht er raus? Bei der Summe geht er jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus, weil das wäre geschenkt. Und er überlegt. Er weiß nicht, was er machen soll. Und er geht mit. Hat einen Dreier. Wir haben allerdings die höheren Karten und gewinnen dadurch den Pot, der nicht zu vernachlässigen ist. 168 bringt uns auf ein Total von 350. Da haben wir schon ganz schnell mal hier die Tische umgedreht. Und ich glaube, lange macht der Marius nicht mehr mit. Ganz klar. Aber da geht es ihm durch mit den Nerven einfach. Das ist ganz klar. Und da fehlt ihm auch die Erfahrung. Jetzt haben wir hier mit dem Ass praktisch, ich glaube schon das Gewinnerblatt auf der Hand. Ass 6, ganz klar, das ist unter Poker-Kennern ganz, ganz gutes Blatt. Statistisch gesehen das höchste Blatt überhaupt. Und ich rede natürlich kompletten Schwachsinn. Aber das kennt man natürlich hier bei die super Schwachsinn, Supersuchtis. Weiter geht's. Mit 24. Gehen wir rein auf den Tisch, der jetzt schon wieder fast bei 100 ist. Kein Ass in naher Zukunft zu sehen hier. Das ist natürlich doof. Trotzdem setzen wir hoch, tun so, als wenn. So ein Ass bringt einen ja sofort irgendwie Selbstbewusstsein. Genau. Absolut das Wort, was ich gesucht habe. 190 schon wieder. Mensch, wer das gewinnt, der wird das Spiel mitentscheiden. 224. Und die gehen nochmal an den Marius. Aber oh, das ist natürlich sehr spannend jetzt hier zum Ende. Sag doch, das wird spannend. Ein Hin und Her hier mit dem Cash. Ist ja fast so wie im Bankwesen. Ne? Und da kommt der Yankee auch nochmal online. Ja, das wird ja fast schon ein Running Gag. Der Wahnsinn. Entweder Stromprobleme oder irgendwie, keine Ahnung. Was hat letztens jemand gesagt, dass die Katze irgendwie gegen den Powerknopf der Slim geht? Das ist natürlich schlimm. Da möchte man die Muschi am besten umbringen. Aber das macht man natürlich nicht. So, 8 und 6 ist jetzt nicht gerade das beste Blatt, was wir in der Hand haben. Deswegen könnte man eigentlich auf X drücken. Auch wenn 48 hier dann wieder an den Marius gehen. Aber was soll's, lieber aufgeben, als höher zu verlieren. Und auch er hatte nicht wirklich die besten Karten, hätte wahrscheinlich auch bald aufgegeben. Aber so wie ich den Marius kenne, er pokert bis zum Ende, blufft, was es geht. Ja. Macht die Augen zu, dass man gar nicht in seine Seele gucken kann. Seele, die praktisch Sibirien widerspiegelt. Aber ich drifte schon wieder ab. Weiter geht's. Jetzt habe ich ganz vergessen, was wir auf der Hand haben. Wir haben auf der Hand einen Jungen und einen Neun. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal dieses Spiel. Allerdings in anderen Farben und das macht es natürlich sehr abwechslungsreich. Ja. Mit diesen großen Blinds sind wir ganz schnell hier wieder bei 100 Chips auf dem Tisch. Könnte man sagen, da ist der Tisch voll, aber nein, dafür gibt es natürlich die Stapeltechnik, die ja erfunden wurde von Leonard Stapel in 1912, glaube ich, ja. In der Christi, weiß man. Ich glaube, hier haben wir die besseren Karten, kann es sein? Aber selbstverständlich, und da gewinnen wir praktisch den Pot. Und hier hat sich ganz klar eigentlich schon das Spiel erledigt. Das war's. Und das weiß der Marius auch. Das hat er verinnerlicht.
Das ist ihm bewusst, das ist ihm klar, das liegt ganz klar auf dem Tisch. Da braucht man gar nicht jetzt hier die Karten offen nehmen. So, wir haben einen König und eine 3, können natürlich Geld sparen, schieben, auch wenn wir was haben, aber das spielt man auch ein wenig mit den Nerven des Gegenübers, was heißt, wenn es hier eine weibliche Person ist, im Red Dead Redemption-Leben, natürlich nicht im echten Leben. Weil er heißt ja Marius und nicht Marianne. Ah, okay. So, Ass, König. War das ein Ass oder war das eine Königin? Irgendwie ganz große Karten. Wir haben auch einen König auf der Dings. Oh ja doch, Ass und oh, hier, jetzt geht's los. Aber der Marius hat natürlich schlechte Karten und das war's, glaube ich. 500 ist das Endresultat und da kann man nur den Kopf schütteln, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier an den Anschlussgeräten zu Hause. Der Fluppi gewinnt natürlich, das ist das Gesetz der Straße. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein heute an diesem spannenden Pokertag. Danke auch nochmal an GSI Junkie für das Online-Kommen. Vielen Dank.